So, jetzt habe ich gerade meinen Aufnahmetag gemacht, weil bis jetzt lief es am Stück. Das ist ein bisschen viel. Yes. So. Noch passiert ja nichts im Moment. Nö. Im Moment nicht. Ich hoffe nur, die 83 Pfeile reichen. Geht aber, sollte eigentlich gehen. Noch. Gehen wir dann wieder in Richtung Norden oder gehen wir dann mal Richtung Westen? Wir können gerne noch mal Richtung Norden gehen. Da war ja noch einiges an Ressourcen, die noch da waren, oder? Und okay, bis jetzt, ja, waren wir safe da gewesen in dem Bereich. Ich bin da relativ offen. Ich habe keine Ahnung, wie die Karte hier aussieht, von daher. Ich würde sagen, das, was wir kennen, nehmen wir einfach mit. Da bis dahin war bis jetzt alles ruhig gewesen. Also wir haben ja gesehen, im Norden ist Schnee. Das heißt, wir werden eh nicht viel weitergehen. Genau. Aber da oben ist mein Händler, sehe ich gerade. Ja. Der, hast du die Schnee-Biomgrenze, hast du die auf der Karte bei dir drauf? Ja. Ist ja so ein Zipfel, ne? Also von der Ecke, von der Stadt, von der Straße aus gesehen, auf 1 Uhr, quasi diagonal hoch, ist ja so ein Zipfel, ne? Ja, richtig, sehe ich. Und den quasi verlängert, ungefähr um, ja, so ein Quadrat von der Stadt hier, so ein Viertel, ne? Mhm. Ja, ich mach mal den Zipfel, Händlerzipfel mach ich mal für uns. Händlerzipfel. Zipfel. Okay, und den Sharon wir Verbündete. Genau da. Und von dem ausgehend ungefähr eine Viertelhöhe, also ein bisschen mehr. Eigentlich 1,5. Ungefähr auf 1 Uhr nochmal so schräg hoch. Da ist mein Händler. Bevor ich es wieder falsch teile. Das mache ich jetzt hier. Ja, Sterbebett. Wegpunkt speichern. So, nee, erst hintern. Und euer Sterbebett, das werde ich mal allen machen. Da, wo du das erste Haus hier gemacht hattest, was du falsch gezeigt hättest. Ja. Da mal jetzt für alle sichtbar euer Sterbebett. Okay. Ach ja. Es soll lustig sein. Okay, was brennt denn hier eigentlich nochmal, ganz blöd gefragt? Nix was? Mehr. Eine Minute, hier sind noch die Eier drin. Ja, das ist gut. Warte mal. Nicht vergessen zu essen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr gute Idee. Hast du gesagt, du hast wenig, dann hau mal rein. Ja, hast völlig recht. Ich habe noch, Alter, 81, das ist 1982, 79. Das geht aber schnell runter, mein lieber Scholli. Ich habe 63, ich esse jetzt schnell hoch. 68. Okay. 11 Wasser habe ich jetzt bei. 83 Pfeile, 66 Steine. Das ist ein bisschen blau. So. Ich fülle mal noch ein paar Steine, fülle ich mal noch auf. Essen. 300 Holz, Spike Club. Und was kann ich denn perken? Kann ich was perken? Nee, null. Gut, dann gucken wir mal. Überlebende kaufen. Gehen wir zuerst mal hier unten ins Haus rein. Gucken, ob da was ist. Genau, achte drauf, irgendwo haut noch was. Irgendwas klopft hier. Ich gehe außen runter. Also hier ist clean. Okay. Ich komme nochmal hoch. Ich komme nochmal hoch. Komm mal raus. Warte mal, ich komme nochmal hoch. Ich habe 77 Steine dabei. Das muss nicht sein. Oh Scheiße, die sind im Nebenhaus. Okay, na das ist gut. Nebenhaus ist in Ordnung. Wir haben gerade auf mich geschossen, nicht getroffen. Direkt links von uns. Ach so, Spieler. Ja, zwei Stück. Okay, im Nebenhaus, wenn ich rausgucke. Bitte genaue Angabe, dass ich schießen kann. Einen habe ich getroffen. Bitte genaue Angabe, Alter. Genaue Angabe, wo? An der Garage da hinten. Wenn ich rausgucke, gleich die Garage oder was? Direkt links von unserem, wenn man rausguckt bei uns. Scheiße. Ja, ich hab gesehen. Scheiße, sie haben Pistole, glaube ich, oder? Ah! Scheiße!
Wir haben Molotovs geschmissen. Was hast du denn wohl mit dem Maschinengewehr? Ja. Ich hab einen. Maikaf. Ich hab Maikaf. Unter uns ist einer. Die rennen weg. Scheiße, nicht getroffen. Schießt du noch auf ihn? Nö. Nee, jetzt gerade nicht. Ich sehe ihn. Links, 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 links. Ah, er versteckt sich da hinten dran. Schießt du auf ihn oder schießt er auf dich? Er schießt auf mich. Von wo? Nebenhaus, Richtung Osten. Jetzt hinter uns, Richtung Süden. Süden. Wir sehen. Ah, getroffen, scheiße. Happen, 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 happen. 63 habe ich nur noch. Ja, dann ist alles gut. Wo ist der andere? Wo schießt letzter der andere? Painkiller, dann wo schießt der andere? Draufgehen. Wo schießt der andere? Nein, du gehst nicht drauf. Ich trinke jetzt erstmal was, damit ich wieder hochkomme. Wo ist der andere? Keine Ahnung. Der eine war Richtung Süden, der andere war Richtung Osten. Und den Richtung Süden hatte ich gehabt erstmal. Osten läuft noch einer. Ja, ich sehe. Ja, Aldo ist gestorben. Schon wieder, okay. Maikaf war doch bei Aldo im Team. Ah, okay. Das heißt, er ist gestorben. Das war ein Zombie oder was weiß ich, irgendwas. Aldo ist auf jeden Fall gestorben. Stimmt. Die waren in einem Team. Sauber, sauber, sauber. Die haben eine sehr, sehr schlechte Quote, weil ich Minecraft zweimal erledigt habe. Okay. Überlegung. Die wissen jetzt, dass wir hier wohnen. Ja. Wollen wir woanders hin? Überlegung, ja. Wollen wir... müssen wir aber alles mitnehmen, ne? Das ist ein Risiko. Das ist ein Risiko. Oder Überlegung, hier ist ein Stein. Hier können sie nicht ran. Da ist noch einer. Ich hab ihn wieder. Echt? Cool. Ja. Dann macht immer das Gleiche, oder Maikaf? Was für ein Stein, wie, wo, was für eine Überlegung, hä? Ja, wir haben doch diesen Landclaim-Block gesagt. Normalerweise dürfen die doch unser Zeug nicht haben können, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das gibt nur bei Gebäuden teilen, nicht bei Loot. Okay, das heißt, die können das aufmachen. Du konntest ja auch Aldo's Rucksack looten, ne? Ja. Da schießt wieder jemand. Ja, ich hab mir sehen. Ich hab mir sehen. Die Überlegung. Ich habe nämlich leider irgendwann nicht mehr so viel Waffen. Ja. Die Überlegung ist, den Sack, willst du hinter den. Was? Willst du versuchen, den Maikaf zu looten? Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, geradezu, wo du hinguckst. Da ist doch dieses Metalltor. Da ist doch ein Loch drinne. Metalltor. Geradezu. Hier, Metallzaun und da ist doch ein Loch drin. Geradezu. Gerade, nein, falsch rum. Hier, in die Richtung, wo ich gucke. Ich weiß nicht, wo du. Hier. Richtung Süden oder was? Ja. Wo ist denn der? Da ist er. Ja, geh mal runter. Ich gleite dich. Ich sehe. Warte mal, ich muss mal erstmal hier ein paar Frames machen, sonst komme ich nicht mehr hoch. Wo ist denn der jetzt? So, warte, wo bist denn du jetzt hin? Geh mal zur Treppe unten. Ja, runter, weiter, geh mal weiter hinter, ja, genau. Dadurch das Loch durch. Nein, ja, genau, hier durch und dann links, gleich scharf links. An Tor, ja, genau da. Und aufpassen, der Maikaf ist da ich irgendwo. Ich drin, Landgame-Block, Fackel und so ein Scheiß. Okay. Er ist 2-3 Mal gestorben, also er hatte keine Waffe oder sowas. Schön. Schade. Gut, die Überlegung ist jetzt eben, ich hab kaum noch Munition. Die Überlegung ist jetzt zu überlegen, ob wir Essen und Trinken alles mitnehmen. Ja, würde ich sagen. Weil es sieht aus, als wenn die eben uns am Anfang angeschossen haben. Als wenn der ist wieder da, der ist wieder da, wo seine Loot-Zeug ist, da ist er, Olle Maikaf.
Die Überlegung ist eben, jetzt tatsächlich nicht wegzugehen. Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Ja, wegzugehen und ein bisschen auszukämpfen, weil wir haben das große, den großen Vorteil. Er schießt von unten? Ja, 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 unten an der Garagentor. Wir haben den ganz großen Vorteil. Wir haben eine sehr gute Statistik, die uns sehr schlecht wird, wenn wir sterben. Also müssten wir jetzt eigentlich noch abhauen und dann ausharren. Ja. Komm, wollen wir das tun? Ich hab gesehen, links von Nordosten kommt dann wahrscheinlich der nächste. Treff nicht. Ist egal. Lass es. Lass, verschwende die Pfeile nicht. Wir haben gleich Ärger. Also, was nehmen wir mit? Essen. Forge können wir vergessen, würde ich sagen. Ja, Forge können wir vergessen. Essen, Trinken, Steine Federn, Federn, Holz und sowas, genau. Ich nehme noch Holz mit, dann habe ich 700 Holz. Und Iron nehme ich mit. Ja. Allerdings ist der Gürtel dann voll, ne? Ja, kein Problem. Ich habe nur 10 Trinken, Pfeile, Holz, Stein, Spike Club. Ich werde getroffen, oder ich wurde getroffen, ich weiß nicht von wo. Kannst du ganz schnell eine Bandage machen? Wie lange hält so eine Blutung an? Hält die lange an? Keine Ahnung, ich kann keine Bandage machen. Na doch, wir haben doch Dings da. Eine normale Bandage, okay. Ja, ja, normale Bandage. Legst ins Firecamp. Danke. Nutzen. Haben wir noch, Da ist noch ein normaler Schiss, habe ich gar nicht gesehen. Was? Ja, jetzt haben die uns umzingelt. Ja, jetzt haben wir die Arschkarte. Wir können jetzt noch buddeln, ne? Soll ich buddeln? Ich würde sagen, es klingt blöd, aber ich glaube, das ist unsere einzige Chance im Moment. Ja. Ich nehme noch einen Cooking Pot, oder kannst du den noch nehmen, den Gürtel? Was, ein Cooking Pot? Ja, nehme ich. Nehme ich mit dem Gürtel. Okay. Den Platz habe ich noch. Weil ich habe. Eier hast du alle mit? Eier nehme ich noch. Die esse ich gleich. Wasser noch mitnehmen, was geht. Essen mitnehmen, was geht. Holy shit. Ich habe mir noch Wasser. Stopp, Ruhe. Die bewegen sich. Selbst. Scheiße, wenn die hochkommen, dann haben wir ein Problem. Nicht wegnehmen, wir müssen doch eventuell raus. Die bauen sich hoch. Ach nee, das bist du. Gehen wir mal runter gucken. Nein, nicht runtergehen. Wir dürfen nicht sterben. Ey, Proxy. Ich dachte, wir wollen runterbuddeln. Ach so, na, aber hast du die Steps nicht gehört? Ja, gehen wir jetzt in den Keller oder ja? Na, irgendwo waren noch Steps eben. Ja, wenn wir hier oben bleiben. Oh, scheiße, da sind sie. Ja, hoch, komm hoch, hoch. Wenn die unten sind, dann gehen wir raus. Meine Fresse. Scheiße! Da sind sie. Warte mal, Maika, warte. Warte mal kurz. Komm auf. Ach, scheiße. Ja, das war jetzt blöd, dass du das zugemacht hast. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Warte mal, geh mal weg. Geh mal weg. Die werden uns holen. Ja, klar. Warum komme ich denn jetzt hier nicht mehr hoch? Ich würde sagen, abhauen. Lol. Komm, abhauen. Ich bin unten. Wo bist du hin? Na, unten, nein, da auf unser. Und nein. Richtung? Na, wieder Richtung Norden. Ich sehe dich. Gut, auf Vektor von Tür. Lass dir den Scheiß haben. Wir haben die ganz große Chance. Da steht einer. Die wissen, dass wir da, dass wir Richtung Norden gegangen sind. Dann müssen wir die Richtung ändern. Ja, jetzt gehen wir Richtung Osten. Richtung Osten. Osten, oder? Ja, okay. Amina ist ein bisschen low. Ja, alles gut. Scheiße. Ist egal. Hey, das ist richtig gut gelaufen, Roxy. Das ist richtig gut gelaufen. Du folgst mir?
Du bist doch jetzt Richtung Süden, ne? Nee, Richtung, ja doch, ja, na, wir wollen ja wieder Richtung, Richtung Stadt. Denk dran, wir müssen, wir dürfen ja nicht, wenn wir noch ein neues Haus irgendwie nehmen. Ja, die Frage ist nur wo, ne? Ja, hier hinten, andere Dorfseite. Irgendwo müssen wir, irgendwo finden wir schon was. Jetzt haben sie uns, wie gesagt, Minecraft und so, die sind so oft jetzt gestorben. Wir dürfen einfach nur nicht sterben. Wir müssen jetzt ein bisschen ausharren. Kommst du in meine Richtung? Jawohl, du bist ja, super. Keines damit mehr. Moment. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Wir dürfen einfach nur nicht sterben, weil ich habe jetzt auch leider nicht mehr den Bonus, dass ich eine AK oder sowas habe. Meine Munition ist alle. Was hast du euch weggeschmissen? Wegen Platz? Was? Die Waffe? Nein, ich habe kein. Nee, die Waffe habe ich noch. Die beiden. Okay. Ich habe bloß keine Munition mehr dafür. Ich habe keine Stamina mehr. Mach mal langsam. Ja, ich bin ja noch da in deiner Nähe. Bist du jetzt gerade am Schießen? Nee, ne? Nein. Hab ich noch gehört. Ein Holz vielleicht? Okay. Gut. Ich bin dafür, dass wir uns einbuddeln. Einbuddeln ist nicht war okay gewesen, oder was? Schön versteckt jetzt irgendwo hier einbuddeln. Ja, wollen wir ein Haus nehmen und einen Keller und nach unten buddeln, oder? Theoretisch ja. Ja, dann nehmen wir uns das hier. Komm. Gucken, dass wir Ich hier habe nur reinkommen. 22 Stamina, ich brauche noch eine Zeit lang. So. Ja, wir brauchen Essen. Ja, was hast du jetzt an Essen eigentlich bei? Zwei Chili. Shit. Ihr habt alles aufgelassen. Ach, scheiße, stimmt. Ich habe vergessen, die. Naja, ist egal. Dürfen sich ja freuen dran. Hauptsache. Ach Stimmt. so, die Kisten absperren, stimmt, Ja, ja. ist egal. Scheiße. Ja, ist egal. Was bringt es denen? Du hast hoffentlich jetzt Scrap Metal mit, den Iron mitgenommen, den ganzen. Nee. Na, scheiße. Ich habe nur die Hälfte mitgenommen. Ist Knapp. egal. Es ist egal. Wir müssen. Bist du jetzt in dem Haus da drin, oder was? Ja, ich bin in dem Haus drin. Wir Komm haben hier drin. Fleisch. Ja, wir haben hier Fleisch. Vorsicht, hier ist Zombie. Da vorne rein, oder wo? Warte. Hier, ich komme noch mal raus. Wo bist denn du jetzt? Ich Genau bin andere vorne. Seite, genau andere Seite. Genau Hintereingang. Hintereingang durch den Garten. Bin ich gegangen? Noch im Haus drin? Ja, ich bin noch drinnen. Wo bist du jetzt? Ja, hier, guck mal, Nochmal. hier. Zombie, 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 leise, leise. Irgendwo ist hier Zombie. Machen wir erstmal zu, damit keiner von hinten kommt. Ja. So. Der ist schon tot. Achso. Ja, die ist war schon tot. Aber irgendwo ist jetzt Okay. noch was. Und wir buddeln uns jetzt runter. Hast du was zum. Oh, hier ist eine. Sauber. Warte, um die Ecke sitzt gleich noch eine. Die mache ich. Nehme ich. Ist noch nicht tot, oder? Hey. Jetzt ist tot. Ich wurde nicht jetzt direkt runter, ne? Ja, ist in Ordnung. Wir müssen aber jetzt in den Keller, ne? Ja, du gehst in den Keller. Ich muss gucken, Ja, hier ist irgendwie. komm mal mit. Da könnten noch welche oben sein. Ach so. Ach so. Ich dachte, du wolltest dich gleich runterbuddeln. Alles gut, verstanden. Das Verständnis von mir. Essen habe ich erstmal was. Passt. Hier ist safe. Essen und so weiter habe ich auch. Leer. Bist du Alter, jetzt hochgegangen? unten, ja, oben ist was. Oben ist was, kommt gleich runter. Hier sind sie. Die Unten? müssen wir wegmachen. Unten sind welche? Nicht durchschießen durch die Wand, das bringt nicht durch die Tür, durch die Wand. Auch wenn die Tür offen ist und ein Loch drin ist, die. Alter, Scheiße. Oh, Scheiße. Abse. Abse. Okay. Okay. Ich habe ein bisschen was zu essen gefunden. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Okay, ich habe einen Painkiller. Bist wie viel Energie hast du? 56, nimm. Nee, nimm du, ich habe 74. Ach so, okay. Ich habe auch einen Ja, Painkiller. nimm. Nee, ich habe einen Ja, Painkiller. nimm. Ich habe einen Painkiller. Ich hab selber. Okay. Nimm du. Ich habe Wasser. Wir brauchen unbedingt dann nachher noch was zum Abfüllen. Ich habe Wasser und Essen. Dass wir was Okay, wo machen. buddeln wir uns runter? Das machst du. Das entscheidest du. An welcher Stelle? Entscheidest du. Okay, unter der Treppe direkt. Ja.
Scheiße, 3000er Block. Dann bitte einen anderen nehmen. Scheiße, was? Aber es sind alles 3000er. Scheiße. Ja, gut. Dauert ein bisschen. Fuck. Mach hier zu. Na, warte, ich brauch Stein. Hast du schon genug Stein dabei? 137. Wie viel Steine brauchst du? Sehr gut. Na, insgesamt erstmal gar keinen, aber wegen Reparieren. Aber dann ist gut. Wenn du nur so viel hast, ist alles gut. Leg dir ein paar raus. Hier, warte. Nimm. Hast du Platz im Gürtel? Nicht viel. Ja, nee, im Gürtel habe ich nicht viel. Nimm, wie gesagt, behalte erstmal. Okay. Ich habe die auch nicht im Gürtel, deswegen. Ach so. Ich habe die Schaufel jetzt im Gürtel. Geh mal in die Hocke. Hoffentlich ist das wirklich. Sei mal ruhig. Zombies. Ich baue uns hier erstmal komplett ein, ja? Ja, ja. Und die Fenster auch zumachen, wenn es geht. Kein Holz. Holz kann ich ja noch geben, wenn du willst. Gut, hast du mitgenommen das ganze Holz? 687 habe ich. Ja, sauber. Ganz sauber. Sehr gut. Im Gürtel. Ja, sehr gut. Ich habe jetzt Holz im Gürtel. Ich mach mal den Stein ins Gürtel, in den Gürtel und hab das Iron habe ich dann halt nicht im Gürtel. Ist nicht so schlimm. Wir sind Tag 4. Wann hat er gesagt? 14 Uhr? Tag 3. Tag 3. Wann hat er gesagt? 5? Ich bis Tag 5. Und welche Uhrzeit? 14 Uhr? 12 Uhr? Wie war das? Abends, glaube ich. Nachts. Muss mal gucken. Axt runter. Muss reparieren. So, wir haben 5 Spielerskill. Wir sind nicht gestorben, Proxy. Mach mal da hinten noch die Fenster zu, da an der Seite. Ja, ich versuche. Oder soll ich hier zumachen? Nee, alles gut. Okay, ich brauche 15, ich habe 2000 gerade mal. 1000 habe ich runter mit dem Stein, der dauert ewig. Ja, ist kein Problem. Scheiße. Schmeiß mal ein bisschen Holz raus, ich mach zu. Dann, wollen wir, haben wir noch genug zu essen, ja, dass wir uns. Ja. Haben wir genug zu essen, dass wir durchhackern können? Nö. zwei Chili. Bei Chili. Ich habe ein Chili das und bis Tag eine, 4. Ich habe eine Dose Chili, eine Dose Erbsen. Ach so, okay. So. Wird aber knapp. Also bis Tag 4 vielleicht. Aber ich habe noch ein Stück. Ich habe noch ein Stück Fleisch da, was wir noch machen können. Sag mal, wir essen hier so laut. Ja, ist egal. Ich habe noch ein Stück Fleisch da. Ja gut, das bringt uns nicht viel, ne? Theoretisch müssten wir jetzt mindestens mal 10 Block runterbauen, runtergraben und dann dort einen Cooking Pot aufbauen. Ja. Könnte knapp werden. Und wir müssen mehrere Hatches bauen. Weil eine kriegen sie schnell durch, wenn sie hier rauskommen, rauskriegen, dass wir hier sind. Ja. Aber das Gute ist, wenn wir noch ein bisschen Holz haben, können wir unten gleich die Leiter mit Spikes volllegen. Ja. Okay, ich fange an zu buddeln. Du fängst an zu buddeln, ich versuche zu gucken. Warte mal, ich muss erst noch eine Leiter machen. Willst du Frames haben oder hast du? Hab. Nur Taste. Alter Schwede. So, ja. Jetzt baue ich eine Hatch. Ich habe dann nämlich sonst auch noch ein schimmeliges Brot. Also essentechnisch, ich denke mal, wir würden es gerade so schaffen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Das ist echt schwierig. Aber ich verstärke die Hatch jetzt direkt, ne? Ja, mach erstmal. Ist ja egal. Wichtig ist erstmal runterkommen und uns irgendwo eine Safe machen. Und dann können wir uns immer noch wegbuddeln und versuchen, woanders wieder rauszukommen. Notausgang schaffen, aber erstmal runter. So, Hatch ist jetzt dicht. Jetzt buddel ich. Und dann ist eben die Überlegung, ob ich jetzt noch schnell irgendwas looten versuche. Das ist die Frage. Wir haben unsere Schlafsäcke noch nicht gesetzt. Die müssen wir auch noch setzen da unten. Ja, am besten würdest du mal warten mit looten. Naja, das Problem ist, wir haben keine Schlafsäcke, kein Platz. Dass wir die Schlafsäcke hier unten setzen können, sonst spawnst du wieder woanders. Okay, kurze Frage. Hast du genug Zeug für Schlafsäcke? Ich habe 60 Fiber. Oh, okay, super. Dann habe ich nichts gesagt. Ich mach mal 2 Schlafsäcke. Ja. Ich habe oben in dem Schrank, wo der Medizinschrank steht, habe ich jetzt erstmal mein Loot, was ich noch im Dings da drin habe, reingepackt. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal hier runter, buddeln. Deswegen ja, dass ich aber vielleicht eventuell noch schnell rausgehe und noch ein Zeug hole, oder nicht? Warte mal noch. Bleib mal noch oben. Ja, wann will. Na gut, okay. Dann kann das frühestens nächsten Tag passieren. Das ist ich sehe gerade nicht, wo die Leiter ist, verdammt. Scheiße. Da, wo du bist, ne? Ja. Warte, ich setze gerade die erste. Oh, scheiße.
Da waren Schüsse. Ja, ich hab's gehört. Du musst mit runterkommen. Ja. Komm am besten runter. Ich komme, ich muss bloß alles wegnehmen. Wir haben verloren. Da ist Stein. Das ist nicht schlimm. Dann buddel dich. Schnell nicht kaputt. Ist egal, buddel dich auf die Fläche vielleicht weg. Auf die Fläche. Alter, Mukiana ist hier in der Nähe. Hat Aldo gerade ein Kaputt. Das bringt nichts, das hier. Nein, ist ja okay. Ist doch, bleibt doch easy. Dann mach wenigstens einen Deckel zu und mach mal. Den kann man nicht passen. 500er Stein, scheiße. Dann versuch dich doch wegzubuddeln. Den Holz lang zu machen. Komm hier nicht rein. Ich muss hier breiter machen. Ich komm nicht rein. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Du bist wahrscheinlich noch nicht tief genug. Nee, ich bin ganz weit weg. Komm nicht rein. Warte mal. Ah, ich weiß, was es ist. Was nun? Ich sag mal, solange hier noch Zombies bei uns in der Nähe sind, bin ich immer ziemlich zufrieden. Denn dann kommt hier keiner her. Jetzt. Ich muss ein bisschen hin und her wursteln. Ja, ja, passt. Du, solange hier ein Zombie. Soll ich es hier schon breiter machen, oder? Ja, kannst du. Mach breiter. Wenn, da, wo Stein ist, nicht erstmal nicht tiefer buddeln, sondern dann eben unten runterbauen oder so. Im Moment ist hier noch Zombie. Im Moment höre ich nichts. Ich habe unten komplett dicht gemacht. Okay. Oh, warte mal. Hier ist noch ein. Alter Schwede, 31 Grad. Jetzt muss uns bloß ein bisschen mein Essen ein bisschen entgegenspielen. Wie gesagt, wir sind das hier. Essen ist ein bisschen sehr schwierig. Vor allem, wenn ich buddel, brauche ich ja mehr Essen. Aber Mucki, wir, Quatsch, aber Proxy, wir haben richtig das große Glück. Du bist nicht gestorben, ich bin nicht gestorben. Wir haben 5:0 ja. Kills, während die anderen gestorben sind. Firetank okay. Ist tot. Der, Rahani hat noch nichts geholt. Ist wieder gestorben. Ja, das Blöde ist halt nur, wenn ich jetzt hier unten alleine bin, ne? Und du kommst jetzt quasi nicht direkt jetzt mit runter. Ich komme mit runter. Wir müssen bloß unseren Schlafsack woanders setzen. Dass wir nicht. Das ist das Ding, den wollte ich nämlich hier unten setzen, deshalb. Ja, wenn die da uns aber da töten, spawnen wir da. Ja. Wenn die, und wenn die halt hier. Ja, aber wenn die uns hier töten, auf Deutsch gesagt. Weil die hier reingekommen sind und töten uns, dann wachen wir immer vor denen wieder auf. Ja, was machen wir? Lassen, wie es ist? Nein, du buddelst erstmal unten weiter. Buddel erstmal unten weiter. Wir müssen gucken, du machst das alles gut so, das machst du völlig richtig. Und ich gucke mal, wie es bei mir mit Essen aussieht. Ich mache jetzt erstmal so breit, dass wir hier zu zweit unten stehen können. Genau, und dann ein Feuer machen können. Willst du jetzt direkt schon Feuer machen hier? Na, wir brauchen Wasser. Oder hast du Wasser denn noch? Ich hab, 15 Wasser dabei und 2 abgekochte Dosen Wasser noch. Fertige, ja, das ist sauber. Dann nehme ich die abgedockten Dosen. Ich habe 68 Wasser, 68 Essen und ich habe 40 Wasser. Das heißt, wie sieht das bei dir aus? Wie sieht dein Essensstand aus? 49 Essen, 43 Wasser. Wasser fülle ich jetzt gerade auf. Ja, Wasser füllen wir auf. 2 Chilis habe ich noch und 2 Snowberries. Das ist in Ordnung. Und ein stopp, Ei. Stopp, Ruhe. Ich komme runter. Ich höre Steps, ich höre. Scheiße. Hast du zugemacht oben? Ja. Die Frage ist jetzt, wir müssen eigentlich noch eine Tür machen oder was, wo es noch absichert, sonst haben wir. Ja. Scheiße. Die hält nicht lang, die Hedge da oben. Hä? So schnell kriege ich gar nicht gebuddelt mit meiner Schaufel hier. Und wenn wir nicht in Stein uns reinbasteln, sind die auch schnell hier durch, weil die brauchen dann auch noch eine Schaufel und sind schnell durch. Das bringt doch nichts. Klopfen auf irgendwas ein? Nicht mit Stein. Das dauert zu lange. Ja, wir müssen aber hier durch. Dann hock dich wenigstens hin.
Die wissen, dass also wir hier sind, Alter. Es nützt nichts, wenn wir jetzt hier über mit dem Ding. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, scheiße. Ja, das war genau das, was ich meine. Ja, das war genau das, was ich meinte. Die wussten, dass wir hier sind. Ja, aber nützt ja nichts. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt hier noch zwei Block weiter gebuddelt hätte im Leben, hätte ja nichts gebracht. Weißt du? Ja, ich bin jetzt. Sein, dass wir uns direkt wieder erwarten und dann, ja. Hier bei uns im Haus sind sie nicht. Bei uns im Haus sind sie nicht. Das ist gut. Jo, jetzt habe ich nur 41 Pfeile. Aber das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Die laufen aber jetzt natürlich alle zu. Ich habe jetzt keine Steine mehr. Ja, ist okay. Ich habe gedacht, die hält ein bisschen länger, die Hedge, aber. Jo. Gut, dann gehen wir raus. Dann gehen wir looten. Jetzt gehen wir mal in eine andere Richtung, ne? Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen mal nach Nordwesten. Ich komme hier nicht raus. Was ist denn das? Warum ist denn das so komisch gebaut hier? Na, die eine Decke da oben, das war bei mir vorhin auch. Das ist natürlich, das hat uns jetzt gerade den Sieg gekostet. Pff, ehrlich gesagt. Ich bin froh, schade, dass ich bis jetzt nur einmal gestorben bin. Ja, ich auch, aber das war natürlich, hätten wir jetzt, das war scheiße. Aber Nordwesten? Nordwesten, ja, können wir machen. Bist du hinter mir? Ja. Ja. Aber jetzt ist nämlich auch das Essen weg. Ja. Definitiv. Und wir brauchen irgendwie für die Nacht irgendwas. Ich nehme mal schnell noch ein paar Berries. Wir brauchen definitiv für die Nacht irgendwas. Ich habe sonst noch die Kochtöpfe da, also das heißt, das ist nicht schlimm. Wir brauchen ein Feuer oder Steine, bloß ein bisschen, das war wieder ein. Haben wir gerade schon Steine? Ja. Bist du hinter mir? Nee, ich bin vor dir. Hier ist ein. Wo willst du denn hin? Willst du noch weiterlaufen? Ja, ich habe hier gerade bloß gesehen, dass hier noch ein bisschen was rumliegt. Achso. Was man eventuell looten kann, eventuell ist auch was Gutes drin. Wir können natürlich auch bis Tag 5 im Schnee rumwuseln oder an der Grenze. Ja, willst du am Tag draußen bleiben? Wie draußen bleiben? Du musst ja jetzt erstmal was finden zum Essen. Ja, na, wir müssen aber irgendwie die Nacht irgendwie rinnen. Iron Pickaxe. Hast du Wasser in dein Dings da gehabt oder hast du Wasser im Inventar gehabt? Alles verloren. Alles, also Wasser hast du gar nichts da. Yep. Okay, scheiße. Yep. Das war scheiße, nach unten zu buddeln. Das war eigentlich war es eine blöde Idee. Was hättest du denn gemacht? Ja, es war wahrscheinlich, wir hatten keine Ausweichmöglichkeit. Das war das große Problem gewesen jetzt gerade. Und das war natürlich Bede gestorben sind, ist ärgerlich, weil. Jo. Aber so ist das halt. Mitgekillt. Ja, wer hat uns. Aldo hat uns Bede getötet. Ja, gut, Aldo, sein Team hat davon nicht viel. Ja, wo laufen wir hin? Wollen wir es riskieren, wieder in unsere alte Hütte zu übernachten? Ich hätte jetzt erstmal was zu essen gesucht hier. Ja, dann können wir ja, aber es ist 19 Uhr. 19 Uhr. Können wir ja sonst auch machen. Wenn wir hier was finden, wäre natürlich geil, wenn wir was zu essen finden. Ja. Aber mach mir nicht so viel Hoffnung, weil wir haben zu wenig Wasser. Sonst hätte ich noch mal ein Ei gehabt oder sowas. Ja, deine Entscheidung. Mir ist es wurscht. Mir erstmal. Ich habe eh keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ich kann doch keinen Loot. Ich mach die Dinger auf, da ist nichts drin. Wir müssen überleben. Zombies, hier sind überall Zombies. Wenigstens die erstmal noch mitnehmen. Das ist nicht mein Zombie. Bei mir war jetzt gerade einer. Oh, echt? Ich treffe nichts. Bei mir sind nur Zombies. Wo bist du denn? Frage ist, wo bist du? Du nutzt den Kompass nicht so gerne, wa? Ich habe zwei Wasser. Sauber. Du hast gesagt, wir müssen wieder zurück zum Haus. Jetzt war ich auf dem Weg zurück zum Haus und du bist jetzt da hinten rüber. Ja, weil hier Zombies gerade sind. Achso. Und ich gucken will, dass ich die noch schnell töte. Ja, dann mach. Dann komme ich. Hey, da ist er ja. Oder wir bleiben in dem Haus, das ist clear.
Hier vorne gleich. Du. Ja, wir können ja, wir haben die Schlafsäcke ja im Dorf, also können ja, wir hier richtig, bleiben. Genau. Das ist ja keine Base, die wir. Wenigstens Obergeschoss frei. Stimmt, ey, das soll ich kann nicht. Nimm mal gerade ein Glas Wasser. Ja, wo bist du denn? Hier, neben dir. Links. So. Ich weiß jetzt, warum die so einfach reingekommen sind. Die Klappe haben wir vergessen zu sperren. Die haben sie nur zugemacht, die können die natürlich öffnen. Ne? Wenn du mir verrätst, wie das geht, mache ich das ab nächstem Mal. Lange E drücken und okay. Dann sperren. Ich habe nämlich mich eben schon gefragt, warum das nicht geht. Lange E drücken und dann kannst du, da gut, siehst du den Schluss. Das war dann doof halt von mir. Nee, das war doof von uns alle, ich habe auch nicht dran gedacht. Alles gut, nee, wir sind ein Team, wir machen wenn dann jemand diesen Fehler. Ich wusste es ehrlich gesagt noch nicht. Jetzt alles gut, wissen. Hier. Wenn wir uns hochbauen hier auf die Ecke hier vorne. Und dann hier übernachten. Aber ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht, wenn nach dem Tod, wie wir jetzt. Lange E drücken geht aber gar nicht. Also eine Kiste doch. Also bei denen jedenfalls nicht. Nee, bei denen nicht. Ich würde sagen, da oben hin, ja. Ah, da oben ist noch eine Kiste. Aber ich würde auch sagen, nicht zu auffällig, also nichts aufwerten oder so, ne? Nee. Dass man von außen sehen könnte, dass das irgendwie. Oh, scheiße. Doof halt. Ich hab Scheiße. Ich beschmeiß die sonst mit Scheiße, wenn sie. Ah, sag mal. So rum. Ich wollte hier an die Ecke. Eieiei. Ei, ei. Ja, da komme ich aber super hin, ne? Nimm mal die Hocke. 5-2. Mit wem hat Mukiana zusammengespielt? Gabriel. Mit Gabriel. Gabriel ist auch schon mal gestorben. Das heißt, im Moment haben wir 3 plus. Wir sind im Moment noch die Besten. Würde ich behaupten. Ja. Und wir sind auch am Verhungern. Yep. Wie viel Essen hast du noch? Gar nichts. Achso, weil du meinst jetzt, Dings, ja, weiter. Warte, sage ich dir sofort. Da Charakter. 42 Nahrung, 65 Wasser. Also passt alles. Erstmal. Wir sind voll 1-1 gleich. Ja, ich habe noch einen Maiskolben. Naja, muss ja, ne? Wir sind ja gleichzeitig gestorben. Ich habe 8 Snowberries und 2 rohe Eier. Das ist in Ordnung. Über die Nacht überstehen wir. Die Snowberries werde ich jetzt essen. 2 Stück. Ja. Ansonsten habe ich habe noch einen Maiskolben. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Ich bin gut. Na, schade. Ich hoffe, du hast deine gestartet. Ich streame. Also gut, dann bin ich ja dabei. Ja, ich streame. Ich kann ja sonst meine ganze Stream zur Verfügung stellen. Bin ja voll der Profi. Man sieht's mal wieder. Ja, das ist gerade ein bisschen schwierig gewesen, ne? War gerade ein bisschen anstrengend gewesen. Ja. Ja, aber Proxy, wir sind richtig gut dabei. Und wenn wir auf den letzten Tag das nicht schaffen, dann ist es so. Aber wir haben besser, so hätte ich nicht gedacht, dass wir hier die ganze Zeit lang das Turnier anführen. Das haben wir richtig gut hingekriegt. 45 Kills hat der Fireting. Alter Schwede. Und ich bin nicht Schlusslicht. Minecraft hat noch weniger Kills als Zombie-Kills. Ja, und der ist auch ziemlich oft bei uns gestorben. Wolf hat Mukiana. Yes! Wow. Yes. Hat der Breuwolf nicht gesagt, er wäre Anfänger? Er hätte von PvP keine Erfahrung? Oder? Ja. Aber wenn er wieder vielleicht. Ja. So, guck denn an, ne? 3 Kills. Das heißt. Auf Platz 2. Das heißt, Mucki hat jetzt auch ein. Mit wem ist Breuwolf im Team? Weißt du das? Achso, das sehe ich doch bestimmt im Team. Breuwolf ist mit Flo, mit Firetank. Firetank ist gestorben zweimal. Firetank ist zweimal gestorben, Breuwolf hat jetzt 3-1 Kills, das heißt 3-3 aus. Ja, sauber, wir sind, Alter, das macht uns richtig gut hier. Aber nur wegen deinen Maschinengewehrtoten, das hat sich die A-Karte. Naja, logisch, das aber. Das war echt Glück. Ja, es war Glück und es war gut, dass. Und Trefferquote. Ja, dass Malkaff tatsächlich zweimal oder dreimal den gleichen Tod sterben wollte. Ja. Holy moly. Aber ich habe immerhin einen einmal getroffen. Aber das war schon echt unglücklich, dass Aldo nun wieder wusste, wo wir sind. Ja. Ach, so ein Ärger, ey.
Wir hoffen, dass hier keine Horde spawnt und dann ist alles schick. Ja. Die Frage ist, was machen wir jetzt nach vier? Nach vier, noch wieder rausgehen, versuchen, essen, trinken und sonst was zu finden. Ich meine, jetzt gehen wir dann noch weiter Richtung Westen. Looten und noch mehr looten, versuchen uns erstmal aus der Stadt ein bisschen fernzuhalten und dass wir dann eben nachts entweder wieder hierher gehen oder mal gucken. Dass wir uns das Haus sonst im Notfall markieren und das jetzt erstmal als unsere Base nutzen, in der Hoffnung, dass die hier nicht auf die gleiche Idee kommen. Ich mach mal einen Quick Waypoint. Ja, aber bitte diesmal unter uns teilen. Nee, einen Quick Waypoint. Also. Den sehe ja nur ich. Ja, okay. Kannst du oben machen, dann hast du da unten auch deinen. Ja, stimmt eigentlich. Schlafsäcke haben wir dann ja im Kompass als Bett und ein Waypoint als rotes Fähnchen. Genau. Und ich denke mal, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Taktik, wenn wir das jetzt so machen. Hoffentlich kommt jetzt keiner vorbei. Ja, das wär ärgerlich. Aber vielleicht rechnen die im besten Fall damit nicht, dass wir hier sitzen. Ja gut, aber die sehen ja die Frames, ne? Ja, die sehen die Frames, aber die hören uns, also wir hören sie als erstes. Also das heißt, wir merken, wir sind vorgewarnt. Ich höre ehrlich gesagt nicht viel hier, außer meine Lüfter blasen. Das ist das Problem. Okay, alles klar. Na, ist nicht so schlimm. Da war Raum Feeling. Ansonsten nicht schlimm, aber in dem Fall jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Alles gut. Wir kriegen das hin. 89 Energie habe ich noch. Proxy, ich würde dich mal kurz eine Minute alleine lassen. Ich werde mal kurz meine Nerven runterfahren und eine rochen. Dann hoffen wir, dass jetzt in der Minute keiner kommt. Na, das hoffe ich doch. Das erhoffe ich mir doch, dass das nicht passiert. Mikrofon muted. Jo, dann könnte ich jetzt meinen nicht vorhandenen Chat fragen, wie die es mit ja so empfunden haben. Ich könnte ja mal noch ein paar Pfeile machen. 14 Steine, Scheibenkleister, das ist echt low. Ach, ärgerlich. War das jetzt ein Schwein? Irgendwas habe ich doch gehört da draußen. Okay, es ist ein Schwein. Puh, ich hab's gerade irgendwie was gehört. Jetzt habe ich mal lauter gemacht. Ich hab's so gut grunzen gehört. Theoretisch könnte man das Schwein auch gleich schon den nächsten Tag erlegen. Nach dem Motto, Morgenstund hat Schwein im Mund. Wenn das Schwein bis 4 Uhr noch vorm Haus verweilt. Und kein Killerschwein ist. Andererseits wäre das natürlich sehr praktisch. Auf dem letzten Drücker noch was zu futtern mit einem Schweinchen. Das hätte was. Alter Schwede. Ach, Zombie-Kills. Mann, bin ich schlecht. Wow, Rachani eliminated Gabriel. Das ist heftig. Das ist echt dein erster Player-Kill. Jo, wenn man nichts zu tun hat, ist irgendwie die Zeit
Sehr zäh. Warten auf den nächsten Tod. Weiß ich, okay. Temperatur fällt, das gefällt mir nicht. Nehmen wir mal Hut aus. So, da ist er wieder. Ja, hast nur einen Kill verpasst. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, war das Rahrani, der Gabriel gekillt hat. Ja, richtig. Habe ich auch gerade gesehen, sauber. Und wir hatten ein Schwein. Beziehungsweise wir haben theoretisch noch ein Schwein draußen. Das ist gut. Wie sieht's bei dir kältetechnisch aus? Kältetechnisch ging es gerade runter. Ich habe meinen Hut ausgezogen und es geht immer noch runter. Ich bin bei 45 Fahrenheit. Heißt, langsam wird's eng. Okay. Von meinen auch. 44. Ab 20 wird's sehr eng. Ja, es fällt runter. Es fällt weiter. 30, 27, 20, 15, 10. Ich mach was, blöd ist. Ich mach uns ein Lagerfeuer. Nee, warte mal noch. Ich hab 5 Grad. Meinst du, das 5 reicht? 5 Grad? Ja. Okay, scheiße, das ist schlecht. Hast du nicht noch Pflanzenfasern? Nee. Scheiße. Dann tob dich aus. Leider. Hast du Pflanzenfasern bei? Nee. Obwohl, ich hab... Hast du noch genug Steine für ein Campfire? Ja, von Campfire habe ich. Gut, dann... Weil ich müsste jetzt gucken, wie es... Gott will. Weil die Nahrung uns ja dann auch dadurch gleich flöten geht. Das Nahrung? Wieso das? Na, wenn du frierst, verlierst du schneller so, Nahrung. Das meinst du mit Nahrung, ja. Okay. Dann crafte ich uns gleich mal ein Campfire. Ich habe 41, Tendenz geht noch runter. Könnte aber sein, dass es gleich wieder hochgeht. Ich habe 3. Uhr 30, scheiße. Wo stehst du da? Krieg ich das hier drauf platziert? Das ist für 39. Uns Beta. Warte. Ich kann noch einen Flame setzen, wenn es sein muss. Ja. Wollte ich gerade fragen. Ich pack kurz was rein. In der Hoffnung, dass es uns wärmt. Mich nicht. Ich ungern ans Fenster. Hey, warte. Okay. Sauber. Nicht ins Feuer, ne? Gucken, es geht wieder bergauf. Das schnell. 40. Ich habe nämlich nur noch 28% Nahrung. Oh, ich habe 33. Ja. Essen schimmeliges Brot. Ich würde mal. Bitte was? Essen schimmeliges Brot. Jo, tob dich aus. Ich esse noch Snowberry. Aber ich würde mal sagen, spätestens bei 20 muss man das Feuer wieder ausmachen, ne? Ja. Wenn du 20 Grad hast. Ja. Geht langsam hoch, ich bin bei 7,5. Ich habe wieder 44. Ich habe 42. Bei mir hat es Gott sei Dank geklappt. Eigentlich könnte ich das andere ja auch gleich essen. Ich habe noch ein zweites, war. Eigentlich kann ich es noch essen. Ich kriege ja bloß, mir ist ja bloß schlecht danach, oder? Ja, normalerweise. Keine Ahnung, habe ich auch nie gemacht. Also du meinst jetzt Multibread, ne? Ja. Keine Ahnung, was da passiert, habe ich auch nie gegessen. Hat geklappt. Dreh durch, Alter. 47 Fahrenheit. 54% Wasser, 54% Nahrung, 49% Wasser. 40 Wasser habe ich, 38 Essen. Ich hätte mal besser einen Hut früher ausgezogen. Ja, das habe ich auch leider zu spät gemerkt, dass ich den noch aufhabe. 48 Fahrenheit, also wenn du genug hast, Temperatur kannst du ausmachen. Ich habe 10. 10 erst, okay. Schwierig. Richtig daran? Könnte sein, dass jetzt wieder normal hochgeht, die Temperatur außen. Ja.
Mach aus. Das dritte. Das ist schlecht. Also keine Menschen. Dann wissen sie schon, dass wir hier sind. Keine menschlichen. Ach so. Ich höre überhaupt nichts, das ist das Schlimme. Ich muss schon meinen Soundloader machen, damit ich meine überhaupt gehört habe, weil ich irgendwas gehört habe. Ja gut, danke Princess. Das hat geklappt. Ich gehe wieder runter auf 49,8. Okay. Aber hab noch ein bisschen Reserve bis 30. Ja, mit ganz viel Glück sollte es ja eigentlich jetzt bald wieder wärmer werden, weil es ja gleich ja, hell draußen. Man könnte meinen, es sollte. Ja, aber wisst ihr, wie es ist. Ach, noch geht's runter. Aber mir auch, und das ja nicht mal wenig. Jede Sekunde einfahren, 0,1 Fahrenheit. Habe ich 49 jetzt steigt es bei mir. Jetzt geht wieder hoch. Ja, sauber. Oh, Alter, wir haben es überlebt. Theoretisch hätten wir noch hätten 2 Minuten oder 1 Minute früher ausmachen, aber wäre knapp geworden. Alter Schwede. Mach jetzt mal die Schaufel weg. Der letzte Tag, ich glaube am fünften Tag um 14 Uhr oder 12 Uhr, irgendwie sowas hat er gesagt, ist Feierabend hier. Was, wie letzter Tag? Wir haben Tag 4. Ja, Tag 4. Und wenn wir... Ah, Eldu hat mir da noch nicht getötet, scheiße. Wir machen bis Tag 5. Ja, nachts, ne? Nee, er macht Mittag, oder? Ich hab verstanden, bis nach 22 Uhr so um den Dreh. Hat gesagt, 4 Stunden. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich hab im Kopf Tag 5 abends. Ich will jetzt auch ungern in Dings reinschreiben, bis wann das geht. Ja. Ich schreibe mal Anum an. Ja, das kannst du machen, genau. Anum kann man ja machen. Ja, da ist das Schwein. Das Schwein müssten wir denn jeder von uns aus einer anderen Richtung 2 Pfeile gleichzeitig auf das Mistvieh schießen. Dass ja, es gleich umfällt, dass es kein... auf uns schießt in dem Moment. Ich entscheide mich mal gerade, was wichtiger ist. Eine Iron Pickaxe 85 oder 10 Steine? Oder 19 Federn? Dann mach aus den Federn Pfeile. Dann hast du sie unten. Baue ich unbedingt wieder Steine. Ach so, scheiße. Na gut, wir gehen jetzt raus. Also ich mache jetzt Federn. Ja. Pfeile. Ja. Und die Steine hast du ja auch unten denn drinne und dann... Ich habe keine Steine, das ist das Ding. Ja, wir gehen jetzt raus. Ich habe sonst nämlich auch noch 27 Federn bei mir im Inventar. User joined your channel. Hallo, Proxy. Hallo. Hallo. Aus Info, ja. Gut. Zu deiner Frage. Okay, dann weiterhin viel Spaß. Danke, tschüss. User left your channel. Tag 5, 22 Uhr. 22 Uhr, okay. Yep. Also müssen wir da noch auf jeden Fall essentechnisch was machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt noch weiter weglaufen. Nee, ich würde jetzt sagen, wir hören das Schwein draußen. Wir versuchen uns das Schwein zu holen. Ja, ich überlege jetzt nur gerade, soll ich die Eier jetzt unten in den Gürtel machen oder die Pickaxe drin lassen? Die Pickaxe drin lassen. Die Eier können wir im Moment nicht gebrauchen, weil wir kein Wasser haben. Okay, also schießen wir das Schwein von 2 Seiten. Wir schießen das Schwein von 2 Seiten, gehen hier wieder hoch, essen uns voll. Voll ist gut, ja. Ja, ne, es gibt 3 Fleisch, glaube ich, raus, ne? Keine Ahnung, kann sein. Ich habe kein Boneschiff, also ich glaube 3 ist dann schon optimistisch. Ja gut, okay. Ja, dann haben wir wenigstens 2, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen was. Ich bin festgebacken und habe mir jetzt gerade in dem Bug...